Römer 5, 17 sind wir. Okay. Drei oder vier haben uns verlassen. Das ist auch wichtig. Das ist so, wenn Störungen auftreten und Leute weggehen, dann ja, haben sich ein paar aus der Kurve bringen lassen. Und diejenigen, die hungrig sind, bleiben trotz Störung, weil sie darauf vertrauen, dass die Störung behoben wird. Das ist wichtig im Leben. Wenn Störungen im Leben kommen und du fällst aus der Kurve, dann bist du nicht sehr robust. Gott will, dass du in der Störung darauf vertraust. Wo ein Problem, dann eine Lösung. Wo Hunger, dann Nahrung. Ja? Halleluja. Danke, Jesus. Im Namen Jesus spreche ich zur Technik. Ich erkläre in Jesu Namen, dass die Technik jetzt einwandfrei funktioniert und dass Ton und Bild übertragen werden können. Amen. Was ist das entscheidende Wort in Römer 5, 17? Das entscheidende Wort ist empfangen. Was du empfängst, darum musst du dich nicht mühen, darum musst du nicht arbeiten. Ja, du musst einfach nur empfangen. Und was empfängst du? Du empfängst den Überfluss der Gnade. Du empfängst den Überfluss unverdienter Gunst. Und du empfängst einen Überfluss des Geschenks, der Gabe, der Gerechtigkeit. Weißt du, du kannst niemals im Leben zu viel Gnade haben. Du kannst nie zu viel Gunst haben, nie zu viel Gnade mit dir herumtragen. Das geht nicht. Ich will dir was sagen, ich bin eine Raupe nimmer satt, wenn es um Gnade und Gunst angeht. Ich bete um Gunst, ich empfange die Gunst, ich ruhe in dieser Gunst und ich hoffe, du auch. Ich bewege mich in meinem Denken und Bewusstsein, dass ich ein Gesegneter des Herrn bin, dass ich ein Gerechter bin, dass ich voll bin mit Gnade und mit Gunst. Das ist wichtig, dass du mehr und mehr auf dein Leben ziehst davon und mehr auch freisetzt davon in deinem Leben. Du kannst nicht genug haben. Du sagst vielleicht, jetzt komme ich schon ein bisschen über die Runden, jetzt langt es mir schon bald. Nein, es langt noch bei Weitem nicht, denn der Herr will durch dich ein Segen sein an vielen Menschen. Und deshalb musst du einen Überfluss haben. Und wenn Gottes Wort sagt und lehrt, du brauchst einen Überfluss, dann brauchst du einen Überfluss. Du brauchst ihn, Amen. Sag es, ich brauche einen Überfluss an Gnade. Ich brauche einen Überfluss an Gnade. Ich brauche es. Ich schäme mich nicht zu bekennen heute Abend, dass ich einen Überfluss an Gnade brauche. Und ich bin so dankbar, du nicht auch, dass du ihn hast, dass du ihn empfangen hast, dass du ihn empfangen kannst, dass du ihn freisetzen kannst heute Abend, diesen Überfluss an Gnade. Der Herr möchte, dass du mehr empfängst und mehr empfängst und mehr empfängst, um noch mehr geben zu können. Halleluja. Denn nur mit Überfluss kannst du im Leben als König herrschen und regieren. Nur mit Überfluss, nicht mit Darben, nicht mit Mangel, nicht mit dem letzten Tröpfchen Gnade zusammenkratzen, vielleicht wie ein Ertrinkender noch aus dem Flascherl noch einen Tropfen. Gib mal eine Flasche her, schnell das Flasche, da ist sie, schnell. Aus dieser Flasche noch irgendwie noch einen Tropfen rauspressen. Halleluja. Noch einen Tropfen Gnade rauspressen aus dieser Flasche. Ja, du hast Gunst bei Gott und den Menschen, aber lass es keine schöne Aussage sein. Lass es dein Denken fluten. Lass es dein Denken beherrschen von morgens bis abends. Ich brauche den Überfluss und du brauchst ihn auch. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ja, du kannst und darfst ihn empfangen. Den Überfluss an Gnade und den Überfluss des Geschenks der Gerechtigkeit. Darum geht es hier. Es ist so entscheidend, dass du so einen Überfluss von Jesu unverdienter Gunst in deinem Leben trägst. Dass du dir nicht helfen kannst, dass du es gar nicht verhindern kannst. Dass du den guten Erfolg, wir haben in den letzten Wochen auch über den schlechten Erfolg, der deine Ehe ruiniert oder deine Gesundheit ruiniert, wo du dich abarbeitest für irgendeinen vermeintlichen Erfolg. Davon ist ja nicht die Rede, sondern Gott gibt dir den guten Erfolg in jedem Bereich deines Lebens. Ein Erfolg ohne Reue. Ein Erfolg, wo du nicht dich schämen brauchst. Wo du nicht denken müsstest, ich hätte mir was anderes gewünscht im Leben. Und Römer 5, 17 klärt ganz, ganz deutlich, dass diese Sache ein Geschenk ist, eine Gabe ist. Eine Gabe kannst du nicht verdienen, du kannst sie nur empfangen. Alles, was du verdienst,
verdient nicht den Ausdruck Geschenk. Es verstößt gegen die Definition des Wortes Geschenk. Und wie reagiert man auf ein Geschenk? Das Beste, was du einem Geschenk sagen kannst, ist Danke. Danke. Danke, ich bin so frei. Ich nehm's. Danke, du nimmst es an. Danke, Jesus, für die Gerechtigkeit. Versuche nicht, gut dazustehen vor Gott durch deine Anstrengung. Jesus hat dir seine Gerechtigkeit, den rechten Stand vor ihm bereits geschenkt, aus Gnade ermöglicht. Sag einfach Danke, Herr. Danke, Jesus. Ich lasse es zu, als Gerechter vor dir dazustehen. Es gibt ebenso nichts, gar nichts, was du dazu beitragen kannst, um die Verheißung wahrzumachen, aus deiner eigenen Kraft, dass du ein Erbe der Welt bist. Diese Verheißung, dass du wie Abraham ein Erbe der Welt bist, gehört dir aufgrund dessen, wer du bist in Christus. Es ist dein Erbteil. Es ist ein Geschenk. Und wie ein Geschenk kannst du ein Erbteil nicht verdienen. Du kannst es nur empfangen und annehmen. Und Gott möchte, dass du heute Abend dein Erbteil annimmst, dein Erbteil von allen Segnungen, allen Verheißungen, allen Vorzügen, die Jesus erworben hat für dich und für mich an seinem vollendeten Werk am Kreuz, für uns. Wir haben in vergangenen Predigten betrachtet, warum nicht jeder Gläubige die vollen Segnungen und Vorzüge des Segens Abrahams, der doch allen Gläubigen verheißen ist, erfahren und freisetzen können. Wir haben erkannt, dass diese Verheißung Abraham nicht gegeben wurde aufgrund des Gesetzes. Tu das, dann bekommst du was. Nein, sondern es wurde Abraham gegeben, wir haben es am Anfang gelesen, Römer 4,13, aufgrund von der Gerechtigkeit des Glaubens. Und so ist es auch uns, diese Verheißung, dass wir Erbe der Welt sein sollen, wird uns zuteil durch die Gerechtigkeit des Glaubens, nicht durch das Gesetz, nicht durch das perfekte Einhalten der 10 Gebote, nicht durch das Schauen, wie wandle ich, was mache ich richtig, was mache ich falsch, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Und obwohl die Bibel hier so deutlich ist, so glasklar ist, gibt es immer wieder Gläubige, die denken, wenn ich krank bin, dann habe ich wahrscheinlich was falsch gemacht. Habe ich Gott betrübt? Habe ich seinen Segen verwirkt in irgendeinem Bereich meines Lebens? So hat uns Religion programmiert zu denken. Wenn irgendwas Negatives passiert, dann schauen Gläubige sich selbst an und fragen sich, wo habe ich's vermasselt? Wo habe ich was falsch gemacht? Ich möchte, dass du heute sehen kannst, dass es nicht um diese Frage geht, wo hast du was falsch gemacht, sondern die Frage, die du stellen solltest, ist nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern wo habe ich falsch gedacht? Wo habe ich falsch geglaubt? Es kommt darauf an, dass du richtig denkst und richtig glaubst, dann wirst du es auch richtig machen. Kannst du glauben, dass du gerecht bist aus Gnade oder denkst du bist gerecht aufgrund von Werken? Die Bibel macht ganz klipp und klar, wie du den Segen erlangst. Durch Glaubensgerechtigkeit. Durch Glaube. Durch Glauben. Durch puren Glauben. Und wenn du den Segen nicht manifestiert erlebst in deinem Leben, sei es im gesundheitlichen Bereich, sei es im finanziellen Bereich, in Beziehungen, im Beruf, könnte es sein, dass du bewusst oder unbewusst versuchst, den Segen Gottes dir zu verdienen. Aus eigener Kraft. Durch deine Treue, durch dein, was weiß ich was. Während doch diese Segnungen einzig und allein kommen können durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Und dass du dich gründest, dass du dich stützt mit allem deinem Sein auf diese Gerechtigkeit des Glaubens. Nun könntest du sagen, Michael, kommt es dir nicht an auf einen rechtschaffenen, ehrbaren Lebensstil?
bedeutet es dir nichts, dass Christen auch ordentlich wandeln und ordentlich leben und einfach auch die Dinge gut machen. Natürlich bedeutet mir das was. Und auch Gott bedeutet das was. Ich glaube, so wie du lebst, als Ehemann, Ehefrau, Kinder, als Arbeitnehmer, Arbeitgeber, dass das ein Resultat dessen ist, was du denkst und was du glaubst. Rechtes Handeln folgt rechtem Denken. Gut gemacht ist das Ergebnis von gut gedacht. Du musst erstmal richtig glauben, um richtig leben und wandeln zu können. Es geht um die Glaubensgerechtigkeit und nicht um die Handlungen der Gerechtigkeit. Wenn du aus dem Glauben, aus dem richtigen Denken über Gott handelst, wirst du anders handeln, als wenn du aus einem eigenen Eifer, aus der eigenen Kraft loslegst. Und es gibt viele Predigten, mach das so, lebe so, handle so, tu dies, lass das. Das Ziel ist, dass das Verhalten der Menschen sich ändert. Ja? Die Absicht ist, dass sich das Leben mehr gottgemäß gestaltet. Fürchte Gott mehr, lies die Bibel mehr, bete mehr, mach mehr. Mit der Absicht, dass du ein besserer Christ bist, dass du mehr Jesus in deinem Leben transportierst. Und die Absicht mag ehrbar sein, aber ich möchte dir sagen, sie behandelt nur die Oberfläche. Ein aufrüttelndes Predigen über Heiligung kann dein Verhalten eine Weile verbessern, zweifellos. Aber wird es dein Verhalten und dein Leben dauerhaft und beständig verändern? Ein Beispiel, wenn du Unkraut im Garten hast und du schneidest das Unkraut nur ab, du mähst es nur ab, ohne die Wurzel auszugraben und auszureißen, wie schnell wird das Unkraut wieder hochwachsen? Es wird sprießen, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und so ähnlich ist es, wenn man über das rechte Verhalten predigt, tu das, lass das, weil du das Verhalten ändern willst der Menschen. Du sagst auch unter Christen, das ist nicht richtig, ändere doch das, mach das besser, mach das anders. Und trotzdem macht das nicht. Vielleicht eine Zeit lang hört er auf dich, dann ist wieder alles beim Alten. Warum? Du hast nicht die Wurzel ausgerissen, du hast nur die Oberfläche erwischt. Du hast mit dem Verhalten nur an der Oberfläche gekratzt. Wie viele Predigten habt ihr gehört, wenn ihr schon länger Christen seid, über heiliges Leben, über anständiges Verhalten? Und wie wenig davon ist es euch gelungen, wirklich umzusetzen? Wie viele Ratschläge habt ihr schon bekommen? Auch aus der Pädagogik, aus der Erziehung, wie ihr Kinder wart, von Lehrern, Erziehern, von Eltern, wie wenig gelingt es, durch Ratschläge irgendwas anzunehmen. Warum? Weil es an der Oberfläche bleibt. Wenn du dich mit dem Verhalten von Menschen beschäftigst und auf das Verhalten der Menschen abzielst, ich sag's nochmal, erreichst du nur die Oberfläche. Es geht im wahren Christentum nicht um eine Verbesserung deines Verhaltens. Es geht darum nicht. Ja, aber sollen Christen nicht moralischer werden? Doch, aber auf ganz andere Art und Weise. Ganz, ganz anders. Es geht nämlich zuerst und fundamental nicht um rechtes Handeln, sondern um rechtes Denken und rechtes Glauben. Und richtig gedacht führt zu richtig gemacht. Und wenn du falsch denkst und falsch glaubst, wirst du auch falsch handeln.
Ja, wenn es nicht darum geht, dass ein Verhalten verbessert wird, worum geht es denn dann? Es geht um eine Transformation da drin. Es geht um eine Veränderung deines Herzens. Pack die Sache an der Wurzel. Höre eine Offenbarungslehre. Höre eine reformatorische Lehre, die dir das vollendete Werk am Kreuz vor Augen führt. Die dich gründet in dem, unerschütterlich gründet in dem, wer du bist in Christus. Der dir sagt, wer du bist und was du tun kannst, wozu er dich gemacht hat. Was du nicht mehr bist, was dir gehört, was dir nicht mehr gehört. Du musst gegründet werden in den Realitäten der neuen Schöpfung. Du musst gegründet werden in den ewigen Säulen und Fundamenten des Glaubens. Und wenn du darin gegründet bist, ausgewogen gegründet bist, nicht einseitig, nicht mal schnell hochgeschossen und dann machst du den großen Pleitegeier-Sturzflug und machst eine Bauchlandung hier. Quacks der Bruchpilot. Nein, sondern ausgewogen in einer Gemeinde oder einem Dienst, der bewährt ist über Jahre, wo diese Dinge ins Leben kommen und nicht bloß hochtrabende Worte sind. Wenn du darin zu einem inneren Herzensveränderung gelangst und ein neues Denken, eine neue Art des Glaubens, des praktischen Glaubens, nicht des theoretischen Glaubens, nicht des Erkenntnisglaubens, sondern des praktischen Drandenkens, ein Bewusstsein im Alltag. Wenn du dahin kommst, wird dein Verhalten, wird dein Leben niemals mehr dasselbe sein. Amen. Wenn du verankert bist in diesen unerschütterlichen Grundlagen, dann wird dein äußeres Verhalten übereinstimmen mit seinem Wort, das in deinem Herzen ist. Wie heißt es geschrieben im Psalm 119? Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige. Wenn das Wort Gottes sich erhebt in deinem Herzen, über dein Denken und Glauben dominiert, dann wirst du in deinem Leben den Charakter und das Wesen Christi manifestieren und die Segnungen werden sich zeigen. Du wirst verwandelt in sein Ebenbild, von einem Grad von Herrlichkeit zum nächsten. Und du wirst die Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen. Du bist gerecht. Und es ist das Normalste vom Normalen, dass du die Früchte der Gerechtigkeit hervorbringst. Halleluja. Grüße an Mark und an Trinity, die auch zuschauen. Wir lieben euch und schon geht's weiter. Und damit es überhaupt kein Missverständnis geben kann, ich hasse Sünde. Ich hasse einen sündigen Lebensstil. Wenn du als Pastor Menschen begleitest, siehst du, was Sünde anrichtet. Du siehst, auch wenn du die Augen aufmachst, dass Sünde Leben zerstört, Berufungen zerstört, Familien und Ehen kaputt macht. Ich hasse Sünde und du solltest es auch hassen. Es ist überhaupt keine Frage, dass ich im Kampf gegen die Sünde auf der gleichen Seite stehe wie diejenigen, die predigen, lebe rechtmäßig, lebe gottgemäß, lebe ehrbar, die sozusagen auf das Verhalten abzielen. Auch ich will ein verändertes Verhalten sehen in mir selbst und in euch. Die Frage ist nicht das Ziel, die Frage ist der Weg. Wie kommen wir dahin, dass wir einen ehrbaren Charakter leben? Und da unterscheide ich mich von dem traditionellen Ansatz von Heiligungspredigern, die sagen, wir müssen den Leuten das rechte Verhalten erklären. Nein, wir müssen ihnen nicht das rechte Verhalten erklären. Wir müssen ihnen vor Augen malen, wer sie bereits sind. Paulus hat den Korinthern ihrem größten Fehlverhalten. Er hat ihnen gezeigt, dass sie Heilige sind. Er hat ihnen vor Augen gemalt, wer sie sind und was in ihnen steckt. Und wenn das die Leute beseelt und beherrscht, können sie nicht mehr anders, als ihre wahre Identität zum Ausdruck zu bringen, in einem Charakter, der dieser Identität, der Schönheit und Reinheit und Ehrbarkeit Christi gemäß ist. Es kann doch gar nicht anders sein.
Es geht also nicht darum, dass wir uns auf das rechte Verhalten konzentrieren, sondern auf das rechte Bewusstsein, auf das rechte Denken, auf das rechte Glauben. Und dann kommen wir zu einem rechtschaffenen Verhalten. Ja, Amen. Und ich glaube, das Beste, wenn ich an die Kinder Gottes denke. Ich denke hoch von dir. Ich denke hoch von dir als Kind Gottes. Ich denke nicht gering. What you see is what you get. Denke von dir selbst nicht gering. Wenn du denkst, du selbst bist ja nur ein mieser, petriger Sünder, dann wirst du das manifestieren. Aber wenn du dich hoch halten kannst im Glauben, auch wenn du alles vermasselst und du bist dennoch ein geliebtes Gotteskind, tadellos, unsträflich und unverklagbar, und du bist es, weil Gott dich dazu gemacht hat. Weil sein Wort es dir verbirgt, es verbirgt sich dafür, dass du es bist. Sieh dich so und sieh deine Geschwister so. Das Schlimme ist doch auch im Leib Christi, wir sehen uns selbst gerecht, aber alle anderen sind die Loser. Alle anderen sind die Doofen und die Dummen und die nicht mal die Wadel viel richten muss. Und wo ich sagen muss, wo es lang geht. Weißt du was, wenn du die Botschaft der Gerechtigkeit ernst nimmst, dann gilt sie im gleichen Maße für dich wie für deinen Bruder. Amen. Dann wirst du deinen Bruder hochachten und nicht gering achten. Und jeder Christ, der auf seinen Bruder runterschaut, hat Mangelbewusstsein an Gerechtigkeit. Mangelbewusstsein an Gerechtigkeit. Der kann 10-mal rauf und runter alle Bücher gelesen haben. Der kann Gerechtigkeitsreferate gehalten haben. Aber wenn er nicht den Bruder als gerecht sieht, genauso gerecht wie sich selbst in Christus, und mit Hochachtung begegnet, in Liebe, höher als sich selbst, was für ein mickriges Gerechtigkeitsbewusstsein ist denn das? Wenn schon gerecht gemacht, dann sind wir alle gerecht gemacht in Christus. Wir haben die Gerechtigkeitslehre individualisiert. Wir haben in der Gerechtigkeitslehre gedacht, wer ich bin. Aber was für mich gilt, gilt doch auch für dich, meine Schwester, mein Bruder. Ich kann doch nicht auf dich runterschauen, nur weil du mir momentan vielleicht nicht entsprichst meiner seelischen Erwartung. Und dann denke ich irgendwo, ich ärgere mich über dich. Wenn ich mich über dich ärgere, ärgere ich mich über Christus. Ärgere ich mich über die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Was für eine kleine Offenbarung verrät das doch. Wir müssen die Gerechtigkeitsoffenbarung in der ganzen Breite erfassen. Nicht ohne meine Geschwister, die auch gerecht sind in ihm. Und weil ich das Beste glaube, nicht in meinem Fleisch. Von meinem Fleisch erwarte ich nichts. Und von deinem Fleisch erwarte ich auch nichts. Aber ich erwarte alles von dem Christus in dir. Und ich erwarte alles von Christus in mir. Und du sollst es auch tun. Du solltest alles von der neuen Schöpfung erwarten. Du solltest alles erwarten von dieser Gerechtigkeit, die in dir thront. Alles solltest du davon erwarten. Nicht etwas. Alles. Erwarte nichts von deinem Fleisch. Vertraue nicht auf Fleisch. Vertraue auf den Christus in dir. Vertraue auf den Christus. Und ich glaube, dass ein wahrhaftiger Gläubiger, der wirklich bekehrt ist, der wirklich wiedergeboren ist, der gelehrt ist, er will nicht sündigen. Ich will nicht sündigen. Willst du sündigen? Ich nicht. Und ich glaube, da ist keiner, der sündigen will. Ihr sucht nicht nach Gelegenheiten, nach Schlupflöchern zu sündigen. Ihr sucht nach Gelegenheiten, die Sünde abzulegen, die euch täglich umstrickt. Ihr sucht nach Gelegenheiten, frei zu werden von der Sünde und zu überwinden. Und auch wenn bei Gläubigen vielleicht das Verhalten noch nicht ganz so ist, wie es vielleicht sein könnte, dann glaube ich doch, dass Gläubige tief drin ein Empfinden haben. Sie wissen, wie sie eigentlich leben sollten. Und sie verlangen danach. Ist es nicht interessant, die ungläubigen Arbeitskollegen, wenn du lügst als Christ, sagen sofort, na, darfst du das als Christ? Ist es nicht interessant, die lesen die Bibel nicht. Aber die Ungläubigen wissen haargenau. Die wissen das Universalgesetz der Ethik, das ihnen ins Herz gegeben ist. Jeder Heide weiß, dass ein Christ nicht lügen und betrügen darf und egoistisch sein darf. Und zu Recht so. Zu Recht so. Wir sollten als Christen nicht sagen, ja, ich bin ja gerecht, ich darf alles. Ja, du darfst alles. Aber nicht alles dient dir. Sei kein Idiot.
und versteif dich auf das, was du vielleicht noch, mit was du noch durchkommst. Wir wollen doch nicht minimalistisch durchkommen. Wir wollen doch so stark wie möglich ins Bild Christi verwandelt werden. Nicht so minimalistisch, so mit 3-, das tut schon. Passt schon. 3- hat in der Schule auch gelangt. Wieso muss ich jetzt besser sein? Nein, du bist vortrefflich. Du hast einen vortrefflichen Geist in dir, wie Daniel und wie Josef. Ein vortrefflicher Geist war in ihm. Vortrefflich heißt, du ragst heraus unter Zehntausenden. Die Welt entdeckt dich, der Teufel entdeckt dich. Warum? Weil du vortrefflich bist, weil du nicht dich mit 3- zufrieden gibst, sondern weil du 1 mit Stern suchst. 1+, ja? Du bist vortrefflich. Der Charakter Gottes in dir ist vortrefflich, nicht mittelmäßig. Was ist mein Job als Pastor, als Lehrer? Dir zu helfen, richtig zu denken und richtig zu glauben. Denn wenn du richtig denkst und richtig glaubst, wirst du richtig leben. Amen. Amen. Wenn wir in der Bibel anschauen, 2. Petrus 1, 5 bis 7, dann sehen wir da Charakterzüge des rechten Lebensstils. Wir sehen Selbstbeherrschung, Ausharren, Bruderliebe und Liebe. Aber hast du gewusst, warum manche Gläubigen diese Attribute nicht vorweisen können? 2. Petrus 1, Vers 9 gibt die Antwort. Denn 2. Petrusbrief 1, Vers 9 lehrt, denn wer das nicht hat, ja, der ist kurzsichtig, der ist sogar blind. Er hat vergessen, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. Vergesslichkeit kann folgenschwer sein. Vergesslichkeit. Diese Bibelverse sagen uns, dass der Grund dafür, warum manche nicht die Qualitäten, die Attribute eines rechten Lebenswandels aufweisen, da in einer scheinbaren Banalität begründet ist. Sie waren ein bisschen vergesslich. Ach, ich hab's halt vergessen. Wie die Kinder, die vom Einkaufen zurückkommen. Bringst nur Milch mit? Ja klar, Mama. Hab's vergessen. Kommt doch manchen Ehemänner noch vor, die zum Einkaufen geschickt werden. Das ist mir auch schon vorkommen. Oder Bekannten oder Kindern oder Freunden oder was weiß ich was. Werden zum Einkaufen geschickt und haben was vergessen. Obwohl man da schmunzeln kann, da kann man nicht schmunzeln. Sie haben nämlich nicht bloß die Milch vergessen. Oh, hab die Milch vergessen. Nein, sie haben etwas Entscheidendes vergessen. Was du niemals vergessen darfst. Sie haben vergessen, dass sie von ihren alten Sünden, ihren früheren Sünden, gereinigt wurden. Jesus sagte mal, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Eine Frage, ist dir viel vergeben worden? Ist jedem Christen viel vergeben worden? Sehr viel, oder? Warum lieben dann viele Christen den Herrn nicht so, obwohl jedem Christen so unendlich, unermesslich viel vergeben wurde? Warum lieben sie nicht viel? Es heißt doch, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Weißt du, was der Unterschied ist? Bewusstsein. Wer weiß, dass ihm viel vergeben wurde, der liebt viel. Wer es vergisst, liebt nicht viel. Es gibt so viele Christen, die haben vergessen, dass ihnen Milliarden Schuld erlassen wurde. Vergessen hat der Schalksknecht. Vergessen. Ach ja, ich habe die 10 Euro vergessen. Nicht 10 Euro, mein Lieber. Du bist ein bisschen falsch gewickelt. Du hast ein bisschen dein Zahlenverhältnis ein bisschen schlecht drauf. Du warst in der Schule nicht gut in Mathematik. Es geht nicht um läppische 10 oder 100 oder 10.000 Euro. Es geht um 3 Milliarden Euro in der Summe, die der Schalksknecht vergessen hat. 3 Milliarden! Da kannst du lange buckeln und treten und lange schuften. Das wirst du in dem Leben nicht zusammenbringen. 3 Milliarden! Der Herr sagt, jeder Christ schuldet mindestens ein Äquivalent von 3 Milliarden Euro. 3 Milliarden ist kein Pappenstiel. Eine nicht aus eigener Kraft. Und was sagt der Ignorant von Schalksknecht? Was sagt der Matthäus 18? Guter Herr, hab Geduld mit mir. Ich will alles abbezahlen. Also wie
Geht's noch dümmer, geht's noch ignoranter, bitte bei 3 Milliarden, was willst denn du bitte schon da abbezahlen? Aber so sind wir mal drauf, wenn wir gesetzlich werden. Na, ich streng mir an, Gott, dann kann ich dich beeindrucken. Was willst du denn beeindrucken? Selbst wenn du 1 Million hast, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Vergessen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, wie viel er dir vergeben hat. Vergiss, wie sehr er ihm vergeben wurde. Der liebt auch nicht viel. Aber wer es nicht vergisst, wer es im Bewusstsein hält, ich weiß, wo ich herkam. Ich weiß, wo ich heute wäre. Auf dem Pfad der Hölle, der Verlorenheit. Ich wäre nichts. Ich verdanke ihm alles. Mein Jesus, mein Retter, alles verdanke ich ihm. Du verdankst ihm alles. Du verdankst ihm alles. Du hockst da wie so ein manchmal spießiger, braver Bürger. Als ob du ja eh nicht so viel auf dem Kerbholz gehabt hättest. Und doch warst du höllenwürdig. Ein Sohn der Hölle und eine Tochter der Hölle. Du warst es. Und ich auch. Und lass es uns niemals vergessen, wo wir herkommen. Lass uns nicht vergessen, dass wir Todgeweihte, Verurteilte waren. Ohne Hoffnung in diesem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Und die da draußen sind es auch. Lass es uns nicht vergessen. Und wenn wir es im Bewusstsein bewahren, wie viel er uns vergeben hat, dann kommt Dankbarkeit. Dann kommt Dankbarkeit. Dann kommt Liebe. Dann kommt, oh Jesus, wie in dieser Geschichte, ich weiß nicht, aber als Kind habe ich diese Geschichte gesehen, wo, ich weiß nicht, was für ein kleines Tierchen es war, das dem Löwen den Dorn aus der Pfote gezogen hat und der Löwe wurde sein bester Gefährte. Was war denn das für ein Tierchen? Oder war es ein Mensch? Vielleicht wisst ihr es im Internet, wer dem Löwen den Dorn aus der Pfote gezogen hat und der Löwe wurde so dankbar und dann wurden sie gute Freunde. Weiß irgendwer, was das für eine Geschichte war? Es war eine Fabel, war es nicht eine Geschichte, Dschungelbuch war es auch nicht. Na okay, vielleicht kennt ihr die Geschichte so wie ich, aber der Löwe war dankbar, weil einer hat ihm diese spitzen Dorn aus dem Pfote gezogen und er hat uns mehr als ein Dorn aus der Pfote gezogen. Amen. Fang an, richtig zu glauben und du wirst richtig leben. Und wenn du jetzt in einem bestimmten Bereich deines Lebens noch nicht Durchbrüche hast, wo du sagst, so sollte ein Christ nicht leben, vielleicht hast du irgendwo eine Abhängigkeit und sagst, eigentlich passt es nicht für einen Christen, frage dich mal, was du in diesem Bereich deines Lebens wirklich glaubst. Von dir glaubst, von Jesus glaubst. Denn wahrscheinlich hast du irgendwann unterwegs eine Lüge geschluckt, die du glaubst. Aber wenn du anfängst, das ist die gute Neuigkeit heute, die gute Nachricht und gute Botschaft. Wenn du heute anfängst, in diesem einen Bereich, wo du noch gebunden bist, wo du noch abhängig bist, wo du nicht weißt, wie du rauskommst, wenn du anfängst, in diesem Bereich zu bekennen, dass du Gottes Gerechtigkeit bist in Christus, nicht durch irgendwas, was du tust oder nicht tust, sondern durch das, was er getan hat, dann sage ich dir, dein Durchbruch ist schon um die Ecke. Halleluja. Wenn du gern vom Rauchen frei werden willst, bekenne, während du dir oder bevor du dir die Zigarette anzündest oder auch während du sie rauchst, bekenne, dass du Gottes Gerechtigkeit bist in Christus Jesus. Lass nicht Verdammnis hochkommen, sondern lass dich geflutet werden, wenn du von der Zigarette wegkommen willst, dass du Gottes Gerechtigkeit bist. Lobe und preise ihn. Und auch deine Zigarette kann nichts, aber auch gar nichts trüben, kann nichts davon in Frage stellen oder schmälern oder nivellieren oder negieren oder sonst was machen. Du bist und du bleibst Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Glaube, dass du gerecht bist in Christus. Und weißt du, du kannst deinen Glauben einsetzen, um Dinge zu manifestieren, um Finanzen freizusetzen, um Gesundheit oder sonst was. Aber weißt du, in welchem Bereich es am wichtigsten, am grundlegendsten ist, deinen Glauben zu investieren? Im Bereich deiner Gerechtigkeit. Denn in Matthäus 6,33 heißt es,
dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann werden uns all diese Dinge zufallen. Das heißt, wenn du nicht fest im Glauben gegründet bist, im Bereich der Gerechtigkeit, wie willst du für all die anderen Segnungen deinen Glauben weiter aufbauen können? Im Neuen Testament, besonders in den Schriften des Apostels Paulus, spricht er von der Gerechtigkeit in Christus immer im Zusammenhang mit Glauben. Wir müssen glauben, dass wir gerecht sind. Wir müssen dieser Gerechtigkeit glauben. Es ist eine Glaubensgerechtigkeit, nicht irgendeine andere automatische Gerechtigkeit, nicht eine Gerechtigkeit aus Gesetz oder aus Leistung. Es ist von vorne bis hinten eine Glaubensgerechtigkeit. Und weißt du, was das Gegenteil von Glauben ist? Manche Gläubige meinen, das Gegenteil von Glauben ist Angst. Angst ist umgekehrter Glaube. Haben wir schon gehört vielleicht? Aber weißt du, gemäß dem Neuen Testament, in diesem Zusammenhang, ist das Gegenteil von Glauben nicht Angst, sondern, und ich gebe zu, Angst ist pervertierter Glaube, aber das wirkliche Gegenteil von Glaube ist nicht Angst. Das ist vielleicht fehlgelenkter Glaube. Das Gegenteil von Glaube sind Werke. Werke. Eigene Kraft. Auf sich selbst schauen. Sich an sich selbst messen. Sich selbst vergleichen. In Galater 2,16 heißt es, ein Mensch wird nicht gerechtfertigt durch die Werke des Gesetzes, sondern durch Glauben. Statt Werken, Glaube. Hier Werke, dort Glaube. Glaube wo, an wen? Glaube an Jesus Christus. Und wir wissen, dass die Verheißung, dass Abraham ein Erbe der Welt sein sollte, durch Glaubensgerechtigkeit gegeben wurde und nicht durch Gesetzeswerke. Und was ist das Gegenteil von Furcht? Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wenn du irgendwo in deinem Leben mit Furcht kämpfst, fokussiere dich nicht auf die Furcht oder auf ich brauche mich nicht fürchten. Konzentriere dich auf die Liebe. Fülle dich mit dem Glauben an die Liebe. Unsere Gemeinde heißt Glaube der Liebe. Denn wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Du musst nicht die Meinungen von Menschen fürchten. Du musst nicht mehr dich abmühen, geliebt zu werden, wenn du ruhst, wenn du eingetreten bist in die vollkommene Liebe von Jesus. Diese Liebe ist unüberbietbar, nicht mehr steigerbar, bedingungslos, allumfassend. Mit dieser Liebe bist du vollkommen und sicher als ein gerechtes Gotteskind. Du bist geliebt, du bist gerecht, du bist gesegnet. Und wenn du darin ruhst, hat der Teufel schlechte Karten. Er beißt sich alle Zähne aus. Und darum will er dieses Bewusstsein fernhalten von dir. Er will diese Verkündigung zurückhalten. Er will dich ignorant und unwissend halten. Und manche sagen, ach ja, die Lehre der Gerechtigkeit, haben wir auch schon gehört, ist eine Grundlagenlehre. Es mag sein, dass es eine Grundlagenlehre ist, aber solange du als Christ lebst, wirst du nicht der Gerechtigkeitslehre entwachsen sein. Du hast dich zu beschäftigen mit der Lehre der Gerechtigkeit als junger Christ, als mittelalter Christ und als alter Hase. Das Bewusstsein deiner Gerechtigkeit verlässt dich nicht dein ganzes Christenleben lang. Und du kannst immer noch tiefer gehen. Du kannst immer noch mehr empfangen von der Gabe der Gerechtigkeit. Römer 5,17. Noch mehr empfangen vom Bewusstsein, wie gerecht du wirklich bist. Wie gerecht du wirklich bist. Nicht nur anfänglich, ach ja, ich bin gerecht, habe ich schon gehört. Was bedeutet das? Lote es aus in all seiner Dimensionalität, in seinen Tiefen, in seiner Weite, Breite, Höhe und Tiefe. Denn die Gerechtigkeit ist Christus selbst in dir. Gerechtigkeit ist nicht eine Lehre. Gerechtigkeit ist ein Bewusstsein, eine Erfahrung, eine Lebenssphäre, ein Kraftfeld. Gerechtigkeit ist der Schlüssel zu allen Segnungen. Frage dich, verstehe ich wirklich schon diese Glaubensgerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus Glauben? Fange an, deine Glaubensgerechtigkeit zu bekennen
Halleluja. Ich will noch was sagen zum Glauben. Glaube ist nicht Glaube, solange du nicht sprichst. Mach deinen Mund auf. Wenn du Römer 10 studierst, wirst du merken, dass die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, tut, aber die Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Römer 10, 5 bis 6. Es ist eine sprechende Gerechtigkeit. Es ist keine stumme Gerechtigkeit. Das Erkenntnis Christentum ist stumm, aber das Glaubenschristentum spricht, kann den Mund nicht halten, kriegt die Klappe nicht zu. Ich sag dir eins, mir sind die Christen auch in der Gemeinde zu still, zu stumm, stumm wie ein Fisch. Ich liebe es, wenn es eine Gemeinde wie einen Bienenkorb summt, wenn da geredet wird wie auf einem Marktplatz Gottesdienstes, wo die Hallelujas, die Amens gar nicht abebben, wo es sprudelt, wo es quillt, wo es ein Whirlpool ist von Geist und Kraft und Energie des Himmels. Das sind die Gottesdienste, die wir hier anstreben. Wir wollen nicht einen stummen Gottesdienst haben. Wir wollen, dass alle Glieder ihre Funktion ausüben. Wir wollen, dass sie sich förmlich unterbrechen und ins Wort fallen. Ja, ist das höflich? Oh ja. Bei Paulus musste es reglementieren auf 3 Propheten, weil so viele waren. Schön der Reihe nach. Aber wenn einer anfängt und hat einen anderen eine Prophetie, dann soll der Erste, der redet, sich wieder hinsetzen. Der sagt, ich war noch nicht fertig, ist wurscht. Wenn die Salbung auf dem Nächsten ist, dann steht der auf dem die Salbung ist und weiter geht's. Das will ich sehen. Ich will solche Gottesdienste sehen, wo sie alle sprechen, wo sie alle mündig sind, wo sie alle sprechen und prophezeien und wo es brodelt im Geist. Aber solange wir stumm sind, glauben wir nicht, haben wir uns dem Erkenntnischristentum einen Bären aufbinden lassen. Du kannst in Seminaren sitzen, bis du schwarz wirst. Du kannst Bücher lesen, bis du alt wirst und stirnrunzlig wirst und sorgenvoll. Aber ich sag dir eins, Glaube beginnt, wo dein Mund sich öffnet, wo du nicht schweigen kannst von diesen Dingen Gottes. Der Apostel konnte nicht schweigen. Die Glaubensgerechtigkeit spricht. Es genügt nicht, dass du in deinem Kopf weißt, dass du gerecht bist. Schön und gut, wenn du es weißt. Aber es fängt da an, knackig zu werden und Durchbrüche zu erzeugen, wo du sprichst. Sprich, und der Berg stürzt sich ins Meer. Sprich, das Wunder ist schon da. Heute haben wir es gesungen. Sprich, das Meer teilt sich vor dir. Setz deinen Glauben ein, wie, indem du sprichst. Sprich. Sprich nur ein Wort, sagte der Hauptmann. Der hat was begriffen an Offenbarung, der Heide. Der hat nicht gesagt, ach ja, denk nur ein Wort. Meister, denk nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Denk nur ein Wort. Mach mal schön leise, schön respektabel, schön sanft und soft. Sprich nur ein Wort, sagte er. Ich sag dir eins, ich will dich rütteln und schütteln heute Abend, dass dein Stummsein loslässt. Lieber reden Blödsinn, als dass du schweigst. Lieber red was Falsches, als dass du schweigst. Aber mach was. Sprich. Es genügt nicht, eine Lektion über Gerechtigkeit nur zu lesen. Lies es laut. Die Juden haben übrigens die Bibel immer laut gelesen. Sie haben sie gemurmelt. Die haben die Bibel laut gelesen. Lies die Worte laut. Meditiere sie laut. Es genügt nicht, dass du dem Verstand zustimmst. Ja, sehe ich auch so. Du musst deinen Mund öffnen. Und sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Nochmal. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Amen. Sag es mal. Einer von euch steht auf und spricht es. Und ich komme zu euch. Ja, wer sagt's? Aber sprich's im Glauben. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Amen. Alle anderen sollten Amen sagen. Fast drüber. Wer kommt weiter? Ich möchte mehr sehen. Nicht stumm bleiben. Wer steht auf? Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Noch mehr Power. Noch mehr Power. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Schön, aber das kannst du noch besser. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. In Christus bin ich Gerechtigkeit. Amen. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Jesus. Amen.
Amen. Du musst es sagen. Ich hoffe, zu Hause sprichst du mit, brüllst du mit. Egal, ob du brüllst, aber sei ja nicht stumm. Sei ja nicht stumm. Wir sollten jetzt so einen Aufkleber haben, wo er die Lippen zusammengekniffen hat und so ein rotes X. Ja, stummer Fisch, verboten. Halleluja. Ich bin Gottes Gerät in Christus. Schätze da eine rein. Ja, sprich es. Sprich es. Sprich es. Sprich nicht nur in seinen Worten bin ich geheilt. Sag deiner Krankheit, Krankheit, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Weißt du, Krankheit und Gerechtigkeit vertragen sich nicht. Gerechtigkeit ist Christus selbst. Gerechtigkeit ist Gottes Perfektion. Und du musst diese Krankheit förmlich niederwalzen, niederringen, niederstoßen und niedertrampeln, indem du sagst, wagst du es, dich zu erheben gegen Gottes Gerechtigkeit in Christus. Du musst eine heilige Empörung in dir verspüren. Du musst diese Krankheit das Fürchten lehren. Du musst dir sagen, Krankheit, Symptome, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Ich übertreibe nicht, ihr Lieben. Ich übertreibe nicht. Bezwinge die Krankheit durch ein Bewusstsein des Glaubens. Ich habe 10-mal gesagt, in deinen Worten bin ich geheilt. Aber wo war dein Bewusstsein? Du spürst es, wenn dieser mächtige Glaube sich erhebt. Wenn das Bewusstsein der Gerechtigkeit in dir aufsteht und die Krankheit niederstößt. Du spürst, wie es bricht im Geist. Du spürst, wie es knackt. Du spürst, wie es einfach die Knie beugen muss vor dem Christus in dir. Ihr Lieben, nicht rumgezapple, so ein bisschen Kindergartenbekennerchristentum. Ah, ich hab's auch schon gesagt. Es hat nicht funktioniert. Ja, so wird's nicht funktionieren. Nicht mit Piepsestimme da rummachen. Du bezwingst es im Glauben. Der Stärkere wohnt in dir. Krankheit, Mangel haben sich zu beugen. Amen. Weißt du, wenn wir in der Versuchung sind, dann müssen wir sprechen. Wir müssen nicht bekennen, dass wir Gottes Gerechtigkeit in Christus sind, wenn alles easy läuft, wenn alles so schön locker flockig dahin läuft. Dann ist klar, dann gibt es keinen Widerspruch. Dann ficht dich ja nichts an. Aber dann, wenn nichts darauf hindeutet, wenn du gerade Krach hast mit deinem Ehepartner, wenn du gerade gefetzt hast mit deinem Bruder und deiner Schwester, dann hinzugehen und zu sagen, das war alles verkehrt, was ich gemacht habe, aber ich bin trotzdem Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ich bin trotzdem bedingungslos geliebt und angenommen. Ich bin wertgeachtet. Ich bin geschätzt. Ich bin sein geliebter Sohn. Wenn du Krankheiten hast und der Teufel kommt und sagt, Gott hört dich nicht. Ich glaube, du bist in die Sünde gerutscht. Ich glaube, du hast dich disqualifiziert. Ich glaube, bei dir ist Hopf und Malz verloren. Nein! Dann bäumst du dich auf und bekennst, dass du die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist. Es genügt nicht nur zu wissen, dass du gerecht bist. Es genügt nicht. Du musst es glauben. Du musst es sprechen. Und du musst es voller Bewusstsein sprechen. Du musst dich im Glauben gerecht fühlen, gerecht empfinden, gerecht sprechen. Sprich es, bis das Empfinden, wie gerecht du bist, dich völlig eingenommen hat. Bis du felsenfest gegründet bist, da fährt die Eisenbahn drüber, da wächst kein Kraut mehr. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Auch wenn du versagt hast, gerade wenn du versagt hast, gerade wenn du einen Tag hast wie Montag um 8, ah ja, wieder einer dieser Montage. Nein, gerade dann bist du und sprichst du die Wahrheit. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und wenn du gesündigt hast, dann bekenn deine Sünde. Red nicht drumrum. Eier nicht drumrum. Wenn der Teufel dich überführt, wenn dein Gewissen dich überführt und sagt, das war total daneben, dann sag, ja stimmt, es war total daneben. Gib der Anklage recht. In mir war nichts Gutes, aber, und ich bekenne es als Sünde, und ich empfange deine Reinigung und Vergebung durch dein Blut, Jesus, nach 1. Johannes 1,9. Aber wenn du das getan hast, mit Gott übereinzustimmen und deine Sünde zu bekennen,
dann bekenne als nächstes deine Gerechtigkeit. Gewöhne dir an, kein einziges Sündenbekenntnis mehr, ohne mit dem Bekenntnis deiner Gerechtigkeit zu enden. Das letzte Wort, wenn du deine Sünde bekennst, wenn du versagt hast, muss dein Bekenntnis sein. Und dennoch danke ich dir, Vater, ich bin und bleibe Gottes Gerechtigkeit in Christus. Halleluja. Verstehst du, mit was du endest? Ende stark. Wenn du deine Sünde bekennst, wenn du dich schämst, dann bekenne es und sprich es aus, es war alles falsch, es war daneben und sonst was. Und ich empfange rein nur noch dein Blut, Jesus. Aber ich bin und bleibe deine Gerechtigkeit in Christus Jesus. Woher kommt Verdammnis, wenn du deine Sünde verschweigst? Wer die Sünde verschweigt, findet es nicht. Aber wer seine Sünde bekennt und lässt, aber wie lässt du sie? Du bekennst sie und du lässt sie, indem du dein Bewusstsein stärkst und flutest, dass du Gottes Gerechtigkeit bist in Christus Jesus. Du gehst von Sündenbewusstsein zu Gerechtigkeitsbewusstsein. Bleibe niemals stehen, wenn du überführt bist bei einem Sündenbewusstsein. Bleibe da niemals stehen. Aber tu auch nicht so, wie wenn du nicht gesündigt hättest. Dein Gewissen weiß, dass du gesündigt hast. Bring dein Herz zur Ruhe. Es heißt im ersten Johannesbrief, wenn uns unser Herz nicht verdammt, haben wir Frieden mit Gott. Wie schaffen wir es, dass unser Herz nicht mehr verdammt? Nicht indem wir einfach drauf und aufs Herz und sagen, du hast mir gar nichts zu sagen. Du hast mir gar nichts zu sagen, Gewissen. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus. Nein, so nicht. Du wirst deinem Gewissen und deinem Herzen sagen, du hast recht. Du hast mich jetzt überführt und hast vollkommen recht. Du stimmst der Anklage zu. Wenn du jetzt da stehen bleiben würdest, wärst du Sündenbewusstsein. Aber du gehst weiter von der Überführung. Du lässt das Verdammnis und Sündenbewusstsein gar nicht hochkommen. Du gehst sofort in das Gerechtigkeitsbewusstsein und sagst, und ich danke dir, Vater, dass du meine Sünden vergeben hast, denn ich habe Reinigung durch das Blut des Lammes. Und ich bin und bleibe die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Bleibe immer im Gerechtigkeitsbewusstsein. Und manche Leute sagen, ja, du hast die Beziehung mit Gott, die kannst du nicht verlieren. Aber die Gemeinschaft mit Gott, die hast du verloren, wenn du sündigst. Du hast sie nicht wirklich verloren. Sie ist getrübt durch deine Sünde, durch ein schlechtes Gewissen. Du hast innerlich nicht mehr diesen Freimut, zu Gott zu kommen. Darum bekennst du ja deine Sünde. Aber die Gemeinschaft ist ihm nur wieder da, ungetrübt. Denn sie gründet sich nicht auf dem, was du getan hast und nicht getan hast. Deine Gemeinschaft und deine Beziehung zu Jesus Christus gründet sich auf dem Bewusstsein, wie gut er ist, dass er dir vergeben hat, dass er mit dir geht. Daniel 9, da gibt es diese mächtige Verheißung. In Vers 24 am Ende. Und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Das ist eine Verheißung, was passieren wird nach den 70 Wochen. Nach 70 Wochen wird das Volk aus der Verbannung herausgeführt. Und natürlich ist die Verbannung in Babylon auch ein Sinnbild. Und Jesus hat diesen Vers, dass eine ewige Gerechtigkeit eingeführt werden würde, erfüllt. Jesus hat uns eine ewige Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit heute, eine Gerechtigkeit morgen, eine Gerechtigkeit übermorgen und in alle Ewigkeit. Du bist gerecht, du bleibst gerecht. Halleluja. Und es gibt diesen Vers, den wir alle kennen. Keine Waffe, die gegen mich geformt wurde, kann mir etwas anhaben. Und jede Zunge, die gegen mich spricht, spreche schuldig. Das ist mein Erbteil als Diener des Herrn. Jesaja 54, Vers 17. Und jetzt haben wir den Rest des Verses oft nicht zitiert. Und meine Gerechtigkeit kommt von dir. Eigentlich heißt es ein bisschen anders, also in der dritten Person. Ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Aber wenn du es in der Ich-Form sagst, kannst du sagen, meine Gerechtigkeit kommt von dir. Ich bin nicht selbst gerecht. Ich gründe meine Gerechtigkeit nicht auf mich selbst,
sondern ich gründe die Gerechtigkeit auf die Gerechtigkeit, die vom Herrn kommt, von seinem vollkommenen, vollbrachten Erlösungswerk. Der Teufel kommt als Ankläger der Brüder, aber dann kannst du ihm Recht geben, wo er Recht hat, aber bleib da nicht stehen. Kontere ihm, indem du sagst, aber Teufel, du hast eins vergessen. In mir selbst, wenn es nur um mich ginge, wenn es nur um meine Verdienste ginge, Satan, hättest du 100% Recht. Wenn ich ehrlich bin, du hast Recht. Du hast sogar noch Dinge vergessen. Du weißt genau, wie es um mich bestellt ist. Du weißt haargenau. Du studierst mein Leben. Du weißt, wo ich untreu war. Du weißt, wo ich ungehorsam war. Aber Satan, ich gründe mich ja gar nicht auf mich selbst. Ich gründe mich auf den einen, der außerhalb von mir ist, der ohne mein Zutun mich gerecht gesprochen hat, ein für allemal, der meine Gerechtigkeit geworden ist. Jesus Christus. Und durch den einen werden wir im Leben als Könige herrschen. Nicht durch uns selbst, nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, sondern durch seine Gerechtigkeit, die von ihm kommt, die wir von außerhalb von uns haben. Teufel, was mich anbelangt, hast du vollkommen recht. Aber ich habe ihn. Und er ist nicht außerhalb von mir geblieben. Er wohnt in mir. Er ist jetzt in mir. Und wenn du gegen mich sprichst, musst du gegen ihn sprechen. Und das wage mal, Teufel. Und zieh deinen Schwanz ein und zieht von dannen. Und wenn du diesen Glauben halten kannst, es geht nicht um deine Leistung, nicht um das, was du getan und nicht getan hast. Denn wer ist um die Leistung? Wer ist aus Gesetz, heißt es in Römer 4,14. Dann würden wir die Verheißung null und nichtig machen. Die Gerechtigkeit, die Verheißung wäre wirkungslos, wenn es um unsere eigene Leistung ginge. Aber wenn wir glauben können, dass wir die Gerechtigkeit in Christus sind, aufgrund seiner Leistung, aufgrund dem, was er für uns erworben hat, dann können wir glauben, dass wir in der Tat wirklich ein Erbe der Welt sind.